So, da sind wir auch schon wieder zurück und wie ihr seht, ich habe den Skin bereits, um den es eigentlich jetzt hier in dem kompletten Video gehen wird. Das ist nämlich der nagelneue PlayStation Plus Skin, den man bekommt, sobald man im Battle Pass, also sobald man PSN Plus überhaupt besitzt. Aber auch das stimmt, im Titel steht nämlich auch, wenn die Fehlermeldung kommt, da kann ich euch natürlich auch helfen. Wie das Ganze funktioniert, werde ich euch gleich erklären, ist eigentlich ziemlich simpel. Aber kurz vorweg, wegen der Skin-Verlosung unten ist einfach nur eine ganz kurze Erklärung jetzt. Alle die bei den Solo-Matches dabei sind, also wenn ich im Stream bin und ich gewinne eine Solo-Runde, bekommen halt meine Mitglieder einen Skin geschenkt. Das mache ich jetzt immer so, so als kleinen Support für die ganzen Donations, für die Mitgliedschaften, die gemacht werden. Und warum nur für Mitglieder? Ganz einfach. Es sollen halt die was bekommen, die mich halt wirklich supporten. Und nicht irgendjemand, der quasi gerade zufällig in die Runde reinkommt und dann halt natürlich den Skin abstaubt. Ich hoffe, das können die meisten verstehen. Ist halt immer noch mal so die kleine Erklärung, was es mit dieser Skin-Verlosung auf sich hat. Aber es soll natürlich jetzt um den Skin hier gehen. Wir gucken auch direkt mal, wie der nette Herr heißt. Habe ich nämlich noch gar nicht nachgeguckt. Das ist die Punktpatrouille. Ah ja, dazu haben wir noch das passende Backbling. Ja, gönnt, kann man sich auf jeden Fall gönnen. Ich habe ja den Account hier auf dem PC, aber habe den auch mit meiner PlayStation verbunden. Aber auf dem Account, wo ich quasi den PlayStation-Account mit verbunden habe, hatte ich keinen PlayStation Plus. Das Ganze habe ich mir dann gekauft. Einen Monat Mitgliedschaft für 8 Euro bei MMOGA. Ist jetzt keine Werbung in dem Sinne, aber da ist es halt nochmal günstiger als so, wie es bei PlayStation selber angeboten wird. So, dann bin ich halt ganz normal in den Store reingegangen. Hab mir den Skin ausgesucht, also vorher natürlich die Mitgliedschaft schon aktiviert, bin dann reingegangen, bin in den Shop gegangen bei PlayStation und habe den Skin ausgewählt. Dann wurde mir aber die Fehlermeldung angezeigt, von wegen, du kannst diesen Kauf nicht ausüben, weil du schon das Sonderpaket hast. So, habe ich schon gedacht, klasse, weil das Geld habe ich gestern schon bei meinem Hauptaccount gemacht und da hatte ich nämlich genau dasselbe Problem. Das liegt einfach daran, wenn ihr bereits schon ein Sonderpaket bekommen habt. Weil, warte mal, welchen Skin war das? War das der? Nee, warte mal, wo ist er? Ich hatte nämlich das Sonderpaket schon mal eingelöst, was den Skin betrifft. Den habe ich ja damals bekommen für den Controller, den es da gab. Da gab es ja das Controller-Paket, du hast einen Controller, PlayStation 4 Controller gekauft mit diesem Skin. Und nochmal 1000 V-Bucks, meine ich. Und das hatte ich natürlich schon eingelöst. Dadurch kam diese Fehlermeldung zustande. Aber bleibt da ganz entspannt, startet Fortnite einfach komplett neu. Einfach komplett Fortnite ausmachen, wieder neu einloggen. Dann wird das Ganze nämlich dann doch funktionieren. Dann, wenn ihr euch nämlich neu einloggt, sagt ihr euch klipp und klar, die Offline-Käufe wurden getätigt und schon habt ihr den Skin ganz normal im Spind drin. Ich habe nämlich auch erst gedacht, toll, was ist das denn für ein Mist? Hast den PSN Plus extra gekauft und kriegst dann den Skin nicht. Aber startet einfach neu und schon habt ihr den Skin dann in eurem Spind drin. Also ganz entspannt bleiben. So, natürlich wollen wir jetzt auch ein bisschen Action sehen, was den Skin betrifft. Einfach wissen auch, wie der Ingame aussieht. Ich habe ihn selber auch noch nicht benutzt. Also machen wir das Ganze mal. Denn bei Knockouts sind eh neue Waffen drin. Von daher können wir das mal ganz entspannt machen. So, vorher natürlich die Sprache aus, weil wir wollen natürlich die anderen nicht hören. Aber die können sich mein Gerede anhören. Denken sich bestimmt auch, was ist das für ein Abgehobener. So, und nochmal, bevor es losgeht, erstmal auf jeden Fall, ihr wisst es ja, wenn ich euch damit schon helfen konnte, gern Like da lassen, gern Abo da lassen. Ihr wisst doch, Support ist kein Mord. Das ist ja unser Motto, was den Kanal an sich betrifft. Und wer halt noch zur Familie gehören will, gerne Mitgliedschaft beantragen, beziehungsweise euch dann kaufen für mindestens 1 Euro bis maximal 25 Euro. Aber 1 Euro reicht da vollkommen aus, Leute. Also klar, wer mehr supporten will, kann das natürlich gerne tun, um Gottes Willen. Aber dadurch habt ihr halt in Anführungszeichen nicht mehr Vorteile. Gut, als Mitglied könnt ihr noch zwischendurch mit mir im Stream spielen oder so. Wie muss halt jeder selber entscheiden. So, dann gucken wir uns den Skin mal an, wie er in-game aussieht, weil ich habe ihn selber nämlich noch nicht gesehen. Ja, kann man sich auf jeden Fall gönnen. 64 Leute sind mir. Wieso? Dann sind mir 64 Leute. Aha. Ach Gott, ich habe wieder. Oh, ich habe hier. Ich dachte, ich hätte normal Datenregen. Lol. Naja, ist egal. Ändert ja nichts. Mal gucken, wie weit ich hier mit der Truppe komme.
Erste Runde ist eigentlich immer easy. Aber gut, wir haben einen No-Skin im Gegnerteam. Der hat einen Battle Pass, der hat Battle Pass, der hat sich einen Skin gekauft. Könnte schwer werden. Sieht eigentlich ziemlich ausgeglichen aus. Bis auf dieser Floy, der hat halt keinen Battle Pass. Oder er spielt einfach No-Skin, keine Ahnung. Gucken einfach mal, was dabei rauskommt. Und wie gesagt, alle, die jetzt noch da sind, auf jeden Fall danke für euren Support. Denn durch euch ist das Ganze natürlich machbar. Schöner Turnierbaum. Aber damals haben wir es mal ausprobiert. Klar, es ist ganz interessant, aber es frisst einfach zu viel Zeit. Und du musst es halt wirklich mit den Leuten machen, mit denen du auch reden kannst. Weil ich glaube, einfach so random ist es einfach verdammt schwer, hier vernünftig zu spielen. Wir gucken einfach mal, wie viel wir hier hinkriegen. Ich weiß gar nicht mehr, damals der Kill-Rekord. 38, kann das sein? Schreibt mir in die Kommentare, hatte ich damals 38 Kills mit euch zusammen? Ich meine ja. So, dann schauen wir mal. Ja, so ist der Skin natürlich ganz normal. Metz haben wir nur. Ach, stimmt, hier ist ja auf Metz begrenzt. Hier war ja was. Wo ist er? Boah, er landet auf dem Baum wie so ein 31er. Wo ist er? Ach, da. Man sollte vielleicht auch mal die Waffen wechseln. Erster Kill ist da. Zweiter Kill ist da. Aber es schreckt mich schon jetzt, Dulli. Was laufen denn alle hier rum? Hä? Der war doch hier. Boah, die Lecks, ey. Dritter Kill. Ja gut, mein Vorteil ist natürlich, dass ich Leben habe. Idee ist. Ja, da kann man von hinten. Aber drei Kills. Aber das Problem ist, das Team von mir kriegt nicht so viel auf die Kette. Da ist der No-Skin. Ja, er hat ja mit seiner Pump. Vier Kills. Hallo, bau doch. Ah, vier Kills ist aber schon ganz okay eigentlich. Oh, nein. Er kommt doch immer mit der Pump, gell? Ja, immer mit der Pump, ey. Die Pump ist halt echt zu heftig. Aber 6 Kills. Wie viel haben wir insgesamt? Ja, wir führen noch. Kann ich irgendwas hier einen 31er Move machen soll und aus der Ferne absneaken soll. Zwar nicht die feine englische Art, aber wir haben 2 Kills Vorsprung. Aim ist da. Ich bin doch auf dem Gegner. Ich bin doch auf dem Gegner. Da kriege ich einen Föhn. Letzte Minute. Das wird schwierig, ey. Gut, den haben wir noch mal mitgeholt. Wir führen wieder mit 4 Kills. Egal, 7 Kills gemacht. Ist ordentlich. Ich denke mal, die Runde werden wir gewinnen. Und ich sage auf jeden Fall schon mal danke für alle, die bis jetzt dabei waren. Ich kümmere mich direkt schon wieder ums nächste Video. Und wie gesagt, der Skin ist wirklich nice. Also wer irgendwie an einen PlayStation-Account rankommt, holt euch den Skin auf jeden Fall.
So, in dem Sinne, wie immer, ihr wisst es ja, haut rein.